Hi Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Video geht es heute um die Marke Twackelmond. Ich bin der Manu und ich möchte euch jetzt mal vorstellen, was es so für Sorten in Deutschland nicht gibt. Ihr kennt ja die typischen Sorten, so die Basics, One Ginger Morning, The Raspberry Kiss. Kennt man? Okay. Und mein Coconut Island, das waren so die ersten, wo rausgekommen sind bei uns. Und ich möchte halt einfach jetzt, wie gesagt, schon zeigen, was es in Deutschland nicht so am Kaufen gibt. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Duschgel und zwar... Das ist auch von, natürlich von Twackelmond, der Sweet Lime Sorbet. Und zwar habe ich das aus Frankreich gekauft, weil es da schon viel verbreiteter ist und es da schon viel mehr Sorten gibt und es auch schon länger gibt. Die Marke kommt ja ursprünglich aus England und ja, der Sweet Lime Sorbet riecht mega lecker nach also Limette, also limettig frisch, aber nicht so zitronigmäßig, also stark, sondern eher so... eher wie so ein Limettenkuchen, einfach wegen dem Sorbet, ein bisschen süßer. Genau, mein zweites Duschgel, was ich euch vorstellen möchte, was es auch nicht in Deutschland gibt, ist der Honeycomb Secret. Und das ist mein absoluter Favorite von den Duschgels, was es hier nicht gibt. Und zwar riecht es einfach mega lecker nach Honig, also es ist nicht vegan. Und es riecht einfach so Honig-Karamellmäßig und ich finde es einfach mega lecker, weil ich sowas noch nie irgendwie bei uns gerochen habe und ich finde es echt süß, wie das Verpacken aussieht. Es sind nämlich so kleine Bienenwaben drauf und so kleine Bienchen. Ja, auch wieder so ein typischer lustiger Spruch oder halt so eine Geschichte. Und ja, finde ich auf jeden Fall mega super, falls ihr das irgendwann mal seht im Ausland, also Frankreich, Holland oder England, kauft euch. Das ist mega cool, ich finde es echt super. Dann kommen wir schon zu meinem letzten Duschgel, was es in Deutschland nicht gibt. Das sage ich jedes Mal. Boah, das geht, jetzt kommen wir schon mal zu meinem nächsten Duschgel. Und zwar der Ice Cream Soda. Der Ice Cream Soda dachte man sich einfach, hä, da kann man sich überhaupt nichts drunter vorstellen. Und die Farbe hat mich irgendwie auch voll verwirrt. Und ich finde einfach, das Duschgel riecht nach Karamell. Ich finde, es riecht einfach nach Karamell. Ich weiß nicht, was Ice Cream Soda, also Ice Cream Soda, was Soda mir sagen soll, aber es riecht auf jeden Fall nicht irgendwie spritzig fruchtig. Es riecht eher süß und karamellig, genau. Auch in den 500ml Flaschen ist auch so ein Riesenrad drauf, finde ich auch ganz nett, die Verpackung. Und natürlich für Twackelmond sind alle Produkte bei denen Mineralöl und parabanfrei. Und ja, so, das sind wir schon am Ende von meinem Video gelangt. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben und einfach die Meinungen zu den verschiedenen Duschgels in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ich habe noch ein paar andere Duschgels, die es nicht in Deutschland gibt und die zeige ich beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.